Wenn Schlittenhunde durch tief verschneite Wälder und über weite Schneeflächen jagen, Bäume sich in Weiß hüllen, dann ist in Jämtland Weihnachten nicht mehr fern. Familie Collin hat noch viel vorzubereiten. Auf das Weihnachtsbuffet kommen Elchcarpaccio mit Grünkohl und ein traditioneller Kartoffel-Heringsauflauf. Gegen die Kälte hilft schwedischer Punsch. Zur Weihnachtszeit absolviert Johannes Collin einen wahren Kochmarathon. Jedes Jahr lässt er sich neue Rezepte einfallen. Ich bin der Koch in der Familie, weil es mir wahrscheinlich am meisten Spaß macht. Wenn man es oft macht, wird man immer besser. Seine Frau Ida betreibt den örtlichen Landhandel und hat ein Herz für Huskies. Die Hunde sind eine Auszeit von allem anderen. Wenn ich mit den Hunden zusammen bin, bin ich nur bei ihnen. Morgen ist Weihnachten. Johannes Collin und sein Sohn Walle sind für den Christbaum zuständig. Den holen sie aus dem eigenen Wald. Vielleicht der da. Der hier. Dieser Kleine? Ja, der hier, der Große. Was meinst du? Ja. Der geht doch. Der ist gut. Die Größe ist perfekt. Jetzt musst du aufpassen. Er wird gleich umfallen. In welche Richtung? In diese Richtung fällt er. Jetzt kommt er gleich. Perfekt. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, wie der Baum mit Lametta und Kugeln aussehen wird. Aber erst wenn der Baum dann wirklich geschmückt vor mir steht, ist Weihnachten. Es gibt nur wenige Dinge, die so weihnachtlich sind, wie der erste Anblick eines geschmückten Tannenbaums. Die Provinz Jämtland liegt im Nordwesten Schwedens und grenzt an Lappland. Es ist eine abgeschiedene Gegend. Wer die Einsamkeit sucht, der findet sie hier. Der Landhandel hält die fast 150 Dorfbewohner von Norrköping zusammen. In anderen Dörfern ziehen die Leute weg. Es ist der einzige Laden im Umkreis von 50 Kilometern. Ida und Johannes Collin haben ihn übernommen und auf Vordermann gebracht. Sie haben das Sortiment erweitert, betreiben die Poststelle, die Apotheke und ein Café. Im Laden gibt's fast alles für den täglichen Bedarf. Mit ihren Mitarbeiterinnen sorgt Ida dafür, dass selbst Südfrüchte den Weg in den hohen Norden finden. Hier treffen sich die Leute, trinken Kaffee und unterhalten sich. Der Laden ist wichtig für den sozialen Kontakt, aber natürlich auch zum Einkaufen. Er macht das Dorf lebendig.
Damit sich hier alle wohlfühlen, ist das Geschäft sehr wichtig. Ja, für hela trivseln i byn så här är jätteviktigt. Einen Tag vor Weihnachten müssen die Regale gut gefüllt sein. Morgen macht der Landhandel für zwei Tage zu. Ich stelle die Weihnachtslimonade hier rein. Sehr gut. So, da. Jetzt ist Weihnachten. Mein Mann hat mich gestern nach Jülmust gefragt, aber da hatte ich keinen gesehen. Johannes bereitet das Weihnachtsbuffet vor. Jülchinka, der Weihnachtsschinken, darf nicht fehlen. An Weihnachten war es jahrhundertelang Tradition, ein Schwein zu schlachten. Das beste Stück verwendete man für das Festmahl. Den Schinken nimmt man am besten aus der Keule. Er muss 2 bis 3 Stunden kochen. Das Fett und die Schwarte schneide ich ab. Das gibt's als Weihnachtsgeschenk für die Vögel. Aus dem Sud, in dem der Schinken gekocht wurde, machen wir Dopp i Grytan. Hier im Norden tunken wir Tunbröt in die Kochschinkenbrühe. In Südschweden nimmt man weihnachtliches Gewürzbrot. Das gibt's dann zum Mittagessen. Aber zunächst muss das gute Stück abkühlen. Unmittelbar hinter dem Haus der Collins ist der Zwinger für Idas 10 Huskies. Hey, wollt ihr ein bisschen raus? Huskies sind optimal an Kälte und Schnee angepasst. Laufen, rennen, sich gegenseitig jagen, gehören zu ihrer Natur. Als Wachhunde sind sie eher untauglich. Dafür schmusen sie nur allzu gerne mit dem Menschen. Mein Lieblingshund ist der da, der hustet. Er heißt Yoda. Und er ist richtig stark, sehr ruhig. Ein feiner Hund, aber etwas schüchtern. Er bleibt gern für sich. Kiran ist auch einer meiner Lieblingshunde. Er ist auch sehr schüchtern. Komm, Kiran. Aber er ist sehr, sehr nett. Er ist der Größte und er ist mein bester Leithund. Wenn der Weihnachtsschinken gut ausgekühlt ist, veredelt ihn Johannes. Dazu verrührt er Eigelb, Senf, Paniermehl und eine gute Portion Salz und Pfeffer zu einer Paste. Anschließend wird die Mischung auf den Schinken gegeben und gleichmäßig über die obere Fettschicht gestrichen. Durch die Panade sieht der Schinken appetitlicher aus. Man sieht nicht nur weißes Fett. Am Schluss streut Johannes Semmelbrösel auf die Paste. Das ist ein sehr großes Stück Fleisch. Deshalb essen wir den Schinken nicht nur an Weihnachten, sondern auch kurz davor und danach. Am Ende nimmt man ihn zum Omelett oder für eine Schinkensoße. Wir essen so lange davon, bis er alle ist. Damit die Kruste goldbraun und knusprig wird, kommt der Schinken bei 200 Grad für etwa eine Viertelstunde in den Backofen. Der Schinken sieht perfekt aus. Das hast du gut gemacht. Die Kruste ist das Beste. Genau. Und das Fett. Bei Familie Collin gibt es am Tag vor Weihnachten traditionell mittags Schinkenscheiben mit Tunbröt und Senfpaste. Dopp i Grytan, das Eintunken von Tunbröt in den Topf, gehört dazu. Es ist ein schnelles Mittagessen. Noch ist einiges zu erledigen.
Ida hat zahlreiche Kunden, die nicht zu ihr in den Laden kommen können. Sie haben Ida Einkaufslisten geschickt. Mal sehen, was wollte sie noch haben? Zucker. Zucker. So. Für die Kundinnen und Kunden ist unser Service toll. Einige wohnen weit draußen in den Bergen. Für sie ist es schwierig, dort wegzukommen. Es sind Rentner, die nicht mehr so gut woanders hinfahren können. Ida liefert die Bestellungen im Umkreis von bis zu 40 Kilometern selbst aus. Egal bei welchem Wetter. Sind Briefe oder Pakete bei ihr auf der Poststelle eingegangen, dann nimmt sie die auch gleich mit. In dieser abgelegenen Gegend ist man aufeinander angewiesen. Hier bin ich. Und hier ist das Essen. Ja. Und weißt du was? Da ist aus Versehen eine andere Flasche drin. Kostet aber genau dasselbe. Ist in Ordnung. Hey, du. Hey, Ida. Tschüss, Ida. Vielen Dank. Vier. Du, das wird aber nicht einfach, das alles zu verteilen. Ida und ihr jüngster Sohn Horkan backen Gewürzkekse. Pepparkakor sind auch ein Muss an Weihnachten. Zu Butter, Sirup, Zucker werden allerlei Weihnachtsgewürze gegeben. Kardamom, Zimt, Ingwer und geriebene Nelken. Dann wird alles mit Mehl zu einem Teig verknetet und ausgerollt. Ein Zuckerbäcker wohnt hier in der Stadt. Er backt den ganzen Tag Plätzchen. Er backt große, er backt kleine und ein paar mit Zucker drauf. Die ausgestochenen Figuren verzieren sie später. Jetzt müssen wir nur noch den restlichen Teig vom Blech lösen. Nimmst du es und ich mache den Ofen auf? Fass es an dieser Seite an. Ich muss es nur kurz drehen. In Mitte noch. In. Perfekt. Die Tage in Jämtland sind im Winter sehr kurz. Zwischen Sonnenauf- und Untergang liegen nur 4 Stunden. Das Leben spielt sich meist drinnen ab. Für das Schmücken des Weihnachtsbaumes sind Ida und Horkan zuständig. Ich sollte sie jetzt entwirren. Ja. Glaubst du, du kannst da oben eine hinhängen, wo die Kerze sitzt? Diese da? Ja, und eine dahin. Wir finden den Baum, so wie er von Natur aus ist, schon sehr schön. Deshalb möchten wir von ihm ganz viel sehen. Trotzdem ist es hübsch mit Glitter und den Kerzen, die so herrlich in den Kugeln leuchten. Ein paar Kugeln müssen also unbedingt sein. Aber man sollte noch so viel wie möglich vom Baum sehen. So. Auch in der Dorfbackstube von Norroka weihnachtet es.
Orkan und seine Cousine Alma machen mit ihren Großeltern Tunbröt. Davon kann man an den Feiertagen gar nicht genug haben. Das schwedische Fladenbrot besteht aus Weizen- und Roggenmehl und ist schnell gemacht. Vorausgesetzt, man beherrscht die Technik. Drück ruhig etwas fester drauf. Das Tunbröt ist, ähnlich wie Knäckebrot, mehrere Wochen haltbar, solange es trocken gelagert wird. Waren die Wege im Winter lange unpassierbar, an Brot hat es nicht gemangelt. Mit einem Karierholz bekommt der Fladen seine typische, leicht löchrige Oberfläche. Kehr nicht so, dass alles auf den Boden fällt. Nur kurz kommt der Teigfladen in den Ofen, der mit Holz befeuert wird. Je dünner der Teigfladen, desto knuspriger ist er. Jeder backt sein Tunbröt nach eigenem Rezept. Und jeder findet natürlich, dass sein Tunbröt am besten schmeckt. Das finden wir auch. Es ist der Abend vor dem Weihnachtsfest. Sobald die Kinder im Bett sind, bereiten Ida und Johannes den traditionellen Schwedenpunsch zu. Was für ein Glück, dass es in diesem Jahr so viele Preiselbeeren gab. Und ein Glück, dass wir so viele gesammelt haben, um daraus Glöck zu machen. Orangen verleihen dem Glöck eine fruchtige Note. Und Gewürze sind neben viel Zucker ein Muss. Kanel. Zu den Zimtstangen geben Johannes und Ida noch Nelken- und Ingwerstücke. Da sie einen alkoholfreien Glöck zubereiten, verwenden sie statt Rotwein Wasser. Wer es mag, kann auch noch ganze Mandeln und Rosinen hinzugeben. Jetzt müssen wir nur noch umrühren. So. Das sieht wunderbar aus. Wir machen den Glöck vor den Festtagen wegen der Stimmung. Wir sehnen uns ja danach und wenn wir den Glöck trinken, haben wir das Gefühl, dass Weihnachten vor der Tür steht. Ich habe die Platte schon mal angestellt. Ich habe alles vorbereitet. Das Gute ist, den Glöck kann jeder trinken, Kinder und Erwachsene. Und wer ihn mit Alkohol trinken möchte, gibt einfach etwas Wodka hinzu. Die Kinder trinken ihn dann einfach ohne. Ida hat Früchte, Wasser und Gewürze kurz aufkochen und dann für etwa 10 bis 15 Minuten köcheln lassen. Jetzt muss der Schaum entfernt und alles durch ein Sieb gepresst werden. Die Flüssigkeit wird mit Zucker versetzt und nochmals kurz erhitzt. Dann wird der Punsch abgefüllt und ist für einige Wochen haltbar. Der Weihnachtstag beginnt mit einer Schlittenfahrt. Ida und Johannes feiern zusammen mit Idas Bruder, der Schwägerin und den Kindern. Die Huskies sind bei all den Weihnachtsvorbereitungen ein bisschen zu kurz gekommen und ungeduldig. Die vergangenen Tage haben sie ihre Runden im Zwinger drehen müssen. Huskies aber wollen mehr. Für mich ist es herrlich, wenn ich endlich losfahren kann. Vorher ist es ziemlich stressig. Die Hunde sind gestresst und dadurch bin ich es auch. Ist alles festgemacht, da muss man sehr darauf achten. Nicht, dass man einen Hund verliert oder sonst irgendetwas passiert. Sie sind so stark. Thank you.
Währenddessen bereiten Johannes und seine Schwiegermutter Elsa die letzten Gerichte fürs Buffet vor. Das sind vielleicht zu wenig Kartoffeln. Ach, wir werden ja sehen. Aber es ist immer gut, danach ein paar Reste zu haben. Rohe Kartoffeln sind die Basis für einen Auflauf. Jansons Frestelse, was übersetzt Jansons Versuchung heißt. Zu den geriebenen Kartoffeln kommen fein geschnittene Zwiebelscheiben. Butter ist gut. Es muss Butter sein. Willst du nicht besser die Finger nehmen? Dann ist es einfacher, sie zu verteilen. Sie verteilt sich schon, wenn sie warm ist. In die mit Butter ausgestrichene Form legen Johannes und Elsa schichtweise Kartoffelstücke und Zwiebelscheiben. Woher der Name Jansons Frestelse kommt, ist nicht eindeutig geklärt. Zwischen Kartoffeln und Zwiebeln legt Elsa Heringshappen. Traditionell nimmt man Anchovis, aber da hat jede Familie ihr eigenes Rezept. Mit einer gehörigen Portion Salz und Pfeffer wird abgeschmeckt. Das Wichtigste sind die Zutaten. Harte, feste Kartoffeln, viele Zwiebeln und richtige Butter ist ein Muss. Keine Margarine, sondern es muss Butter sein. Und Sahne, die man mit der Herings- oder Anchovisbrühe vermischt. Die Sahne-Heringssoße wird über den Auflauf gegossen und alles bei 200 Grad für etwa 50 Minuten im Ofen gebacken. Johannes hat sich noch etwas Besonderes einfallen lassen. Auf rohen Grünkohl legt er dünn geschnittenes Fleisch vom Elch, den er selbst gejagt hat. Darauf kommen Flocken vom Westerbottenkäse. Elch Carpaccio ist überhaupt kein traditionelles Gericht. Auch nicht auf dem Weihnachtsbuffet. Nein. Nein, aber ich mag gerne mal etwas anderes? Ja, genau, mal was anderes. Der Westerbottenkäse kommt aus der gleichnamigen Nachbarprovinz. Er ist ein würziger Hartkäse, der dem Parmesan ähnelt. Eine Mayonnaise aus einer Mischung von Raps- und Trüffelöl verfeinert das Carpaccio. Und Pinienkerne garnieren es. Jetzt ist Weihnachten. Frohe Weihnachten, Håkan, wünscht der Weihnachtsmann. Und wie schwer es ist, wow! Jetzt ist wieder Weihnachten und das dauert wohl bis Ostern. Das stimmt nicht, denn dazwischen kommt die Fastenzeit. Bevor die Fastenzeit beginnt, wird erst einmal das Julbord eröffnet. Kalte und warme Gerichte, Fleisch und Fisch, Leichtes und Mächtiges, Süßes und Salziges wechseln einander ab. Das Weihnachtsbuffet ist nichts für den schnellen Hunger. Es ist ein Fest des Essens. Wenn Weihnachten ist, haben wir 2 Tage geschlossen.
Es ist sehr schön, dass wir uns alle treffen und ein bisschen ausruhen können. Obwohl, viel Ruhe haben wir eigentlich nicht. Wir müssen ja weiterkochen. Aber mit allen zusammen zu sein, das ist herrlich. Das ist die schönste Zeit.